Nach 16 Jahren ist Dalia Lavie zurück auf der Bühne, um sich von ihren Fans in Deutschland zu verabschieden. Ihre größten Erfolge feierte sie in den 70er Jahren mit Liedern wie »O, wann kommst du« oder »Wär ich ein Buch«. Die Songs aus ihrem jüngsten Album sollen sich von den einstigen Hits unterscheiden. Oh, wann kommst du? Oh, wann kommst du? Ich habe es abgelehnt, das zu singen. Nicht, weil ich darüber nicht glücklich bin, sondern weil ich das nicht mehr bin. Als 60-Jährige will ich nicht mehr Oh, wann kommst du singen. Man muss weitergehen. Als mir die Platte angeboten wurde, sagte ich ja, aber ich muss die Songs auswählen. Dieter Falk gewährt der Sängerin die Auswahl der Lieder und so entsteht das Album C'est la vie. Der Produzent begleitet Dalia Lavie auf der Tour auch als musikalischer Direktor. Für ihn erfüllt sich durch die Arbeit mit der 1942 nahe Haifa geborenen Grand Dame ein Herzenswunsch. Ist doch klar, ich glaube, ich bin nicht der einzige End-40er, der mal früher an sie verknallt war. Und es ist einfach so, sie ist eine außergewöhnliche Künstlerin, eine fantastische, wiedererkennbare Stimme, sowas findet man ganz, ganz selten. Beim Tourauftakt in Hamburg begeistert Dalia Lavies Stimme das Publikum. Doch trotz des Erfolges will die Tochter einer Deutschen und eines Russen ihre Karriere endgültig beenden und danach ihr Leben im US-Bundesstaat North Carolina genießen. Wie sich der Ruhestand anfühlen wird, darüber hat sie sich noch keine Gedanken gemacht. Das sage ich Ihnen, wenn ich die Bühne verlasse. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es wird keine Trauer sein. Es wird Dankbarkeit sein. Es wird Wertschätzung sein. Es wird sehr demütig machen, aber nicht traurig. Traurig sind wohl aber die Fans. Eine Rückkehr auf die Bühne schließt Dalia Lavie aus. Auch als Schauspielerin will sie nicht mehr arbeiten. Das letzte Konzert ihrer Karriere ist am 16. März in Berlin angesetzt.